Ich möchte dir jetzt zeigen, wie man eine Deck-CD-Suchfunktion verwenden kann und auch dann Dinge ersetzen kann. Ich setze jetzt am Anfang, weil ich den gesamten Text durchsuchen möchte, von oben nach unten hier meinen Cursor. Gehe dann hier auf Bearbeiten, Suchen und Ersetzen. Jetzt geht hier dieses Menü auf und ich möchte jetzt hier nach dem Wort Muss suchen. Geht hier auf Suchen und er zeigt es mir dann an. Schau auf der nächsten Stelle und so weiter. Wenn ich jetzt dieses Muss ersetzen möchte, durch zum Beispiel sollte, dann mache ich, was ich hier oben muss, gebe hier Ersetze ein, gehe auf Suchen, er zeigt mir dann die nächste Stelle an, ich klicke hier auf Ersetzen und er hat es hier auf Sollte gemacht und dann soll ich am Anfang weitersuchen, ja, lese hier, weil ich das nicht immer wieder schrittweise durchmachen möchte, sondern gleich alles ersetzen möchte, dann klicke ich hier auf Ersetzt alle. Somit habe ich dann hier nochmal dreimal das Muss gegen Sollte ersetzt. Und so kann man sehr einfache Art und Weise dann danach suchen. Ich habe hier das Sack aber nur ganze Wörter gesucht, denn wenn ich zum Beispiel sie hergehen würde und nach Mensch suchen würde, dann zeigt er mir hier zum Beispiel auch Menschengeschlechte an und nicht nur das Wort Mensch. Wenn ich hier auf nur ganze Wörter gehe, dann sucht er mir und zeigt er mir an und für sich nur Mensch und nicht Menschengeschlechte.